Ich will raus aus der Armut. Meine lieben Damen und Herren, mit dieser Botschaft haben sich heute hier vor dem Brandenburger Tor viele Menschen versammelt, um auf Armut und soziale Ausgrenzung in unserem Land aufmerksam zu machen. Sie stehen hinter mir an einer Grenze, die Menschen in Armut oft in ihrem Alltag erleben. Wir unterstützen mit dieser Aktion das Anliegen der Europäischen Union, die im Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung aufgerufen hat. Zero Poverty, null Armut, das ist die Vision. Wir wollen mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, dass Armut und soziale Ausgrenzung auch in einem reichen Land wie in Deutschland existieren. 14% aller Menschen in Deutschland sind in diesem Jahr 2010 armutsgefährdet, darunter über 2 Millionen Kinder und Jugendliche. Armut grenzt aus. Wenn Kinder nicht an Klassenfahrten teilnehmen können, weil ihre Eltern kein Geld dafür haben, wenn der Erfolg in der Schule ausbleibt, weil die Nachhilfe unerschwinglich ist, wenn die soziale Herkunft mehr Einfluss auf die Zukunft hat als das Können des Einzelnen. Armut spaltet unsere Gesellschaft. Die Caritas setzt sich deshalb für eine solidarische und gerechte Gesellschaft ein. Wir unterstützen benachteiligte Menschen dabei, wieder Perspektiven für ihr Leben zu entwickeln. Und wir fordern eine sozial gerechte Politik, die Armut vorbeugt, das Existenzminimum sichert und Teilhabe ermöglicht. Das Sparpaket der Bundesregierung vor knapp 2 Wochen, was hier vorgelegt wurde, legt den Rotstift gerade bei den Gruppen sehr konkret an, die schon lange keine Reserven mehr haben. Das ist inakzeptabel für ein reiches Land. Und so trifft die geplante Streichung des Elterngeldes für Hartz-IV-Empfänger vor allem arme Familien gerade in der Phase des Familienaufbaus. Auch die Entscheidung, keine Rentenbeiträge mehr für langzeitarbeitslose Menschen zu zahlen, führt letztlich nur zu einer Verschiebung der Probleme in die Zukunft. Und noch mehr Menschen werden im Alter von der Grundsicherung abhängig sein. Anstatt vorrangig bei Menschen zu sparen, die schon in den vergangenen Jahren stark belastet wurden, müssen auch die staatlichen Einnahmen auf den Prüfstand. Dazu gehört beispielsweise die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Auch über die gerechte Gestaltung der Erbschaftssteuer muss neu nachgedacht werden. Und eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes darf kein Tabu sein. Die erst vor wenigen Monaten beschlossene Halbierung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen muss zurückgenommen werden. Wir fordern deshalb die Bundesregierung dazu auf, auch in dieser Legislaturperiode einen Armuts- und Reichtumsbericht vorzulegen, um anhand aktueller Daten über Armut und Reichtum in Deutschland zu diskutieren. Wir brauchen eine Politik, die Armut aktiv bekämpft, und deshalb stehen wir alle heute hier. Und Sie alle, die Sie hier sind, zeigen mit Ihrer Anwesenheit, dass Sie das Anliegen der Betroffenen teilen. Zero Poverty, null Armut. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Unterschreiben Sie deshalb die ausgelegten Listen, die Petition gegen Armut in Europa. Und Sie finden diese Listen auch an unserem Stand hier. Ich danke Ihnen, dass Sie diese Aktion mit Ihrer Anwesenheit mit unterstützen. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde des Europäischen Jahres gegen Armut und Ausgrenzung, 80 Millionen Menschen in Europa leben in Armut.
Das ist 17% der europäischen Bevölkerung. In Deutschland sind es 15%. Wir sind versammelt, um heute zu sagen, wachsende Armut in einer reichen Gesellschaft, in einem reichen Kontinent, ist ein Skandal. Die Lissabon-Strategie der Europäischen Union ist gescheitert bis jetzt. Die Lissabon-Strategie, nach der die Beseitigung der Armut bis 2010 entscheidend vorangebracht werden soll. Aber mit Mutlosigkeit ist nichts getan. Wir brauchen mehr Mut, mehr Protest und auch fröhliche Wut über das, was zurzeit passiert. Mit neuem Mut, sagen wir im Europäischen Jahr, und nicht ohne Wut. Wir wollen die rote Karte zeigen, wo Ärmste diskriminiert, einmal mehr abgekanzelt, diffamiert oder nicht beteiligt werden. Und wir wollen die rote Karte zeigen, wo wiederum Steuerpolitik als Enteignungspolitik bezeichnet wird. Wir wollen die rote Karte zeigen, wo mehr über Arme schlecht geredet wird als mit ihnen auf Augenhöhe. Der Sozialstaat ist unaufgehbarer Teil der Demokratie dieses Landes. Der Sozialstaat ist kein Anhängsel der Marktwirtschaft, sondern eine kulturelle Errungenschaft in diesem Land, in diesem Kontinent. Das Bundesverfassungsgericht hat es am 9. Februar in Karlsruhe wunderbar gesagt. Die Würde des Menschen in Artikel 1 des Grundgesetzes und der soziale Ausgleich in Artikel 20 gehören untrennbar zusammen. Es gibt ein Grundrecht auf menschenwürdiges und bedarfsgerechtes Existenzminimum. Stärkere Schultern können mehr tragen als schwächere. Die Stärke der Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen. Das ist die Grundlage dessen, wovon wir in diesem Land, in dieser Demokratie überzeugt sind. Also, letztens mit neuem Mut. Aus dem Netzwerk von heute muss eine bundesweite Bewegung werden. Eine Bewegung für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Denn Demokratie und Sozialstaat gehören zusammen und können nicht getrennt werden. Kippt das eine, kippt auch das andere. Make poverty history, sagen die Engländer. Lasst uns Armut überwinden. Heute lasst uns damit anfangen, denn die Stärke der Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen. Und wer wenig im Leben hat, muss viel im Recht haben. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter beim NRK, bei der Nationalen Armutskonferenz. Und seit gestern tagen wir hier in Berlin in verschiedenen Arbeitsgruppen. Wir reden wie seit Jahren darum, dass sich etwas ändern muss. Wir reden darüber, dass die da oben nicht so weitermachen können mit uns. Aber sie tun es. Und darum muss ich ganz einfach sagen, all unsere Bemühungen, all unsere schriftlichen Eingaben an die Bundesregierung, wir kommen langsam nicht mehr weiter. Wir werden ignoriert. Die Armen, die will keiner sehen, die müssen weg von der Straße, in Hartz-IV-Hüten abgelagert. Wir müssen endlich zu einer bundeseinheitlichen Bewegung kommen, dass die Menschen, und wir sprechen hier von 15 bis 20 Millionen, dass die sich endlich solidarisch zeigen und zusammen auf die Straße gehen. Wir werden gleich eine Aktion durchführen, und zwar wird Sparpaket 05 gegen Hertha Wunschpaket auftreten und gegeneinander spielen. Und der Pokal ist dieses hier, ein Kunstwerk, das gespendet worden ist. Wir drei hier machen mit, weil wir Mitarbeiterinnen des Caritas-Verbandes sind und eben in dem Bereich arbeiten und durch die Klienten, die wir betreuen, genau von dieser Problematik täglich erfahren.